Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire. Und Whitechapel ist in einem kritischen Zustand, da Miss Dorothy Crane vermisst ist. Sie ist, wie wir jetzt nun wissen, ein Vampire. Ein ziemlich mächtiger obendrein. Ich bin am überlegen, ob ich ihn jetzt versuche mal auszumerzen, weil nun ja Vampires... Ich halte jetzt mal Alucards Mache und Art und Weise da mal zugute. Und sage einfach mal, no curse like mine should ever swithen through the city. Through this city. Withering. Ja, und da müssen wir jetzt gucken, dass wir irgendwie diesen Vampir halt eben, beziehungsweise die Dorothy Crane jetzt tatsächlich mal ein bisschen der Dutch bekommen. Naja. Ärgerlich wie Sau, finde ich. So. Mach ich gar nicht erst lang rum. So. Und nochmal. Und weißt du, schön war, noch einmal. Das kann ich auch, mein Freund. So, also, wie gesagt. Miss Crane, ich bin nicht davon überzeugt, wie Sie Ihre Apotheke führen. Wir discontinuen das Ganze mal. Wow! Die kann Gift! Und nicht zu knapp! Miss Crane, das halte ich jetzt nicht für gut. Wow, 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 wow. Der Giftschaden ist ja hart wie Sau. Das ist ja derbe. Holy crap. Habt ihr das gesehen? Nicht mal 2 Sekunden hat's gebraucht und ich war aufgelöst. Okay. Doppelt so hoch wie unser Level. Ist vielleicht etwas übertrieben. Ein kleines bisschen. Okay, Gut. Erstmal kurz kontrollieren. Sind die Leute immer noch behandelt? Ja, die Leute sind immer noch behandelt. Dann würde ich mal sagen, ja, Whitechapel ist noch nichts für uns. Wir sind noch nicht weit genug. Es ärgert mich jetzt persönlich, volle Kanne, aber mal, so ist es halt jetzt. Hat sich was bei dir geändert, gesundheitstechnisch? You never lose your focus. Do you need help? I only need you to... Gut. Goodbye for now, Mr. Luke. Gut, gut, dann verlassen wir mal den Bezirk. Ärgert mich jetzt schon gerade ein bisschen arg. Naja, Schauen wir mal, ob wir nicht irgendwas hier noch zerregen können. Ja, ja. Komm schon, komm schon. Buah, hast du jetzt irgendwelche Probleme medizinisch? I'm not your boy, alright? Now piss off. Do you need assistance? I'm alright, but if you fancy giving me the medication, I can put it to good use. Goodbye, young man. Okay. Hier scheint nichts weiter zu sein. Gut, wir gehen jetzt zurück ins Krankenhaus.
Ja, wir müssen ein bisschen grinden. Ich glaube, da werden wir nicht ganz drum rumkommen. Also wie gesagt, mich ärgert das jetzt gerade volle Kanne. Aber das ist mei. Now it is that way. Now it is. Ich hoffe mal, dass durch die Medikation von den ganzen Leuten das sich ein bisschen verbessern wird. Weil jetzt muss im Prinzip ich die Arbeit übernehmen. Bin jetzt schon in die richtige Richtung. Ja, bin noch immer in die richtige Richtung. Sehr schön. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Kill it, boy! Burn it, boy! Jesus, Maria und Josef. Spiel, beruhig dich. So, dich den. Komm schon. Nimm ihn. So. Immer schön einen nach dem anderen. Komm schon, komm schon. That's a fix. Keine Ausdauer mehr. Komm, O-Zapfen. Sie fix. Okay, dich nehmen wir bitte. Komm schon. So, dich brauchen wir für die Lebenspunkte. Ich nehme auch einfach mal mit. So. Du bist ein Fernkämpfer, mein Freund, aber das wird dir nicht helfen. So. Du, ich prügel dich zu Tode hier, mein Freund. Wenn das sein muss. Und nochmal. Komm schon. Komm schon, stell in die Reihe auf. Sehr schön. Und was hast du? Dich nehmen wir noch mit für das Auffüllen, fürs Blut. So. Und Barry is it. So. Wie kann man nur einem Gentleman in der Nacht hier überfallen, ne? Das geht doch gar nicht. So, jetzt würde ich erstmal sagen, Loot!
Loot, loot! Loot, loot! Der Loot Train! Loot, loot! Oh, dann haben wir hier schon mal was Feines. Wässrige, kräftige Blutprobe. Okay. Er scheint hier nichts wirklich weiter zu geben. Dann würde ich mal sagen, weiter mit uns. Auf nach Pembroke. So, jetzt kann ich hier nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Harcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Echt? Woher weißt du das? It's locked. Wie geht's dir, Kamerad? Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Do you need medical attention? I'm feeling all right, Doctor. But perhaps it is because I, too, am used to the smell of the dead. Gut, hast du irgendwas Interessantes? Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be... Some use, ja, ja. Eisentakter, Codein. Ne, das ist alles, was ich nichts brauche. Gut. Dann schauen wir mal. Okay. Wir quatschen mal mit unserer Hawcraft. Ich finde es sowieso schon lustig genug, dass sie Hawcraft heißt und nicht Lovecraft. Meine Dame, wären Sie bereit, mit mir zu sprechen? Good evening, Miss Hawcraft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Wollen Sie ihn zu einem Vampir machen? Fühlen Sie sich in einer Beziehung? Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Immer wieder ein Delight, mit ihr zu reden. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Na gut, aber ich kann anscheinend ihr nicht über diese, über die Vampirjäger reden, aber gut. Naja. Gucken wir mal hier kurz durch. Genau. Der Kopfschmerzen. Ja, und die ganzen Ärzte sind hier auch nicht aufgeführt, oder zumindest nicht alle. Ist ein bisschen ärgerlich, dass wir die Crane verloren haben, ne? Erschöpfung. Ja, darüber können wir was tun. Also wir können zumindest das hier halbwegs gesund halten. Wie sieht's eigentlich mit den Docks aus? Wir müssen da auch mal vorbeigucken. Es ist stabil. Die Docks sind stabil. Ja. Ärgerlich! Ne? Aber gut. Wir haben den letzten Bezirk noch nicht gesehen, daher wissen wir das noch nicht wirklich, was hier los ist. Er scheint aber noch stabil zu sein. Chefin? I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Er hat ihnen vertraut. Letztendlich sind sie eine Mörderin. Mitgefühl verschleiert ihr nur ihre Begierden. You killed him. He trusted you.
And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. Sie müssen sich entschuldigen. Letzten Endes sind wir Vampire. Also war der Vorwurf wahr. So in the end, the accusation was true, wasn't it? The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, Your Ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady. The blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so, as a friend, please accept this small token of my appreciation. Thank you, my lady. If you have an inclination to learn more about vampires or your current situation, I will be glad to aid you in your quest for knowledge. Warum wurde ich dem Tod überlassen? I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. Kann es ein Versehen sein? Wie werden Vampire erschaffen? I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. So me being a vampire could have been a mistake? I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush! Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. Warum soll das Probleme bereiten? How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution. And I'm no fool. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Was ist das? Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are a branch of the immortal tree. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. Warum ist William
nicht... Warum ist William nicht mein Schöpfer? Ey, William ist nicht mein Schöpfer? Was ist denn Skandal? William Bishop wasn't the vampire that created me then. No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Skulls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. What type of vampire is a Skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. Niemand hat sie verdächtigt. And no one suspected you of the murders. As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London Vampire Society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. Es ist die ganze Wahrheit. Wer hat Ihnen ewige Jugend gewährt? And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. Wie alt können wir eigentlich werden? Im Vampirjäger begegnet. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. You make them sound like some sort of cult. More a society, and like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. Ein bisschen sehr am Rekrutieren. Also mein lieber Gesangsverein, die vermehren sich wie Schneeglöckchen. Ja. Was ist mit London geschehen? I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. Noch mehr Ungeziefer. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night.
but we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. Yeah. I bid you farewell. For now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Ja, wir hätten nicht Level upen sollen, also, naja. Gut, auf jeden Fall, wir haben einen Haufen Sachen erfahren und wir werden auch noch mehrere erfahren im nächsten Part, würde ich mal sagen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Vampire. Das war sehr informativ, dieser Part. Wir sehen uns im nächsten. Für die Gott!